Heute zeige ich dir etwas, was nach der Installation von alleine Strom für dich produziert. Hintergrund: Ich werde verdammt oft nach Perpetuum mobile gefragt, aber der Energieerhaltungssatz sagt nein. Aber da ich schon öfter scheinbare Perpetuum mobile wissenschaftlich anhand der Funktionsweise hier auf Techtastisch gebastelt habe, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr solche Videos feiert, verstehe ich auch, was diese Menschen sich dadurch erhoffen. Also warum möchten Menschen Perpetuum mobile erfinden? Also klar, wenn man wirklich Energie aus dem Nichts produzieren könnte, dann wäre das total praktisch. Ich meine, damit könnten wir den Klimawandel, eines der größten Probleme der Menschheit, einfach so lösen. Zum einen hätten wir sofort CO2-freien Strom und zum anderen könnten wir wiederum Strom nutzen, um solche Maschinen, die CO2 aus der Atmosphäre saugen, weil, überlegt mal, Bäume kann man nicht überall pflanzen, eben mit diesem Strom zu versorgen, den sie brauchen. Und würde das Meme wirklich funktionieren, indem ich einen Mehrfachstecker in sich selbst stecke, um ihn, sich selbst mit Energie versorgen zu lassen? Würde ja auch ohne Verbraucher immer mehr Energie entstehen und damit hätten wir sozusagen eine gebaut. Aber darauf muss man ja nicht abzielen. Das sind wahrscheinlich total friedliche Tüftler, die auf Pseudowissenschaften hereingefallen sind und eigentlich wollen die doch einfach nur ihren Strom selbst produzieren. Beziehungsweise man könnte ihn auch verkaufen und somit ein bisschen unabhängiger werden. Das ist doch auch ein vollkommen vernünftiges Ziel. Und dafür sind diese Menschen ja auch bereit, Investitionskosten zu zahlen, denn so eine Maschine baut sich ja nicht von alleine und... Moment mal, sie wären bereit, einmal für eine zuverlässige Stromproduktion Geld auszugeben? Leute, genau das, was ihr sucht, existiert schon. Diese komische, Tafel hier erzeugt einfach so Strom, indem ihr sie rumliegen lasst. Und wo habt ihr genügend Platz für sowas? Na, auf dem Dach. Klasse. Das bedeutet ja, dass ihr nur noch viele dieser komischen Tafeln hier braucht, euer ganzes Dach damit zupflastert und schon könnt ihr komplett selbstständig und unabhängig von großen Stromproduzenten euren eigenen Strom produzieren. Und den könnt ihr dann sogar noch verkaufen. Wie cool ist das denn bitte? Aber klar, Solarzellen sind definitiv kein Perpetuum mobile, da sie ja Sonnenlicht brauchen, welches sie in elektrische Energie umwandeln können. Aber wie man sie nutzt, ist eben am nächsten an diesem Erlebnis dran, was die Menschen, die sich für solche Themen interessieren, zu suchen scheinen. Aber wie funktioniert eigentlich eine Solarzelle? Das wird uns jetzt mein Wissens-YouTuber-Kollege Norio erklären. Hey, ich bin Norio und das hier ist Silizium. Eines der am häufigsten vorkommenden Elemente der Erde und quasi gesagt der Grundbaustein von Photovoltaikzellen. In der klassischen Silizium-Solarzelle haben wir zwei Schichten davon. Eine positiv dotierte unten und eine negativ dotierte oben. Das bedeutet, oben ist ein negativer Ladungsüberschuss in Form von Elektronen und unten ein positiver Ladungsüberschuss in Form von sogenannten Löchern. Hier fehlen Elektronen. Ohne Licht passiert genau das, was man erwarten würde. Die überschüssigen Elektronen wandern von oben nach unten. Der Ladungsunterschied wird lokal an der Grenzfläche ausgeglichen. Trifft allerdings nun Licht auf die Solarzelle, werden genau jene Elektronen in den angeregten Zustand versetzt. Dadurch haben sie wieder das Bestreben, in die obere Schicht zurückzukehren. Dieses Verhalten der Elektronen im Silizium können wir uns nun zunutze machen. Verbinden wir beide Schichten mit einem äußeren Draht, so haben die Elektronen die Möglichkeit, gleich beide Regeln nacheinander zu erfüllen. Das Bestreben zum Ladungsausgleich zieht die Elektronen durch das Kabel in die untere Schicht. Durch das Licht werden sie angeregt und laufen wieder nach oben. Hier können sie wieder zum Kabel laufen und den Kreislauf wiederholen. Gegeben ist dadurch ein konstanter Gleichstrom, so lange wie Licht auf das Silizium trifft. Sprichwörtlich wird also aus Licht ein Stromfluss. Abonniert Norio, denn er macht echt tolle Videos und bleibt auch bis zum Ende dran, denn da ist nochmal sein Video mit mir verlinkt. Hey, aber was ist mit, Zitat, freier Energie, die einfach so ungenutzt um uns herum schwebt? Leute, Solarzellen sind genau das, was ihr sucht. Und sie funktionieren. Jetzt schon! Ach ja, und das Sonnenlicht, welches dann in elektrische Energie umgewandelt wird, kann dann nicht nur benutzt werden, um eine Klimaanlage anzutreiben. Sie kann nämlich gleichzeitig auch gar nicht erst dazu benutzt werden, um eure Dachgeschosswohnung im Sommer zu überhitzen.
Blitzen. Also schreibt mal bitte eurem Vermieter, ich weiß, wie das ist. Solarzellen sind einfach aktuell die bestmögliche Art, um einfach so mehr oder weniger ungenutzte Energie nutzbar zu machen. Aktuell ist ein Wirkungsgrad von ca. 25% bei gängigen monokristallinen Silizium-Solarzellen zu erwarten. Aber abhängig von den gewählten Stoffen und der Verarbeitung sind auch durchaus höhere Wirkungsgrade möglich. Ich bin wirklich gespannt, was der technische Fortschritt in Zukunft noch so ermöglichen wird. Und wie man sogar Fenster als Solarzellen nutzen kann, erfährst du, wenn du auf Norios Video mit mir hier oben tippst. Und warum eine glühende Kugel oder eher alles auch im Vakuum abkühlt, erkläre ich im unteren Video. Und drücke auf Abonnieren, um noch mehr techtastisch Videos sehen zu können.